Willkommen zu Trackmania Stadium 2. So, nach langer, langer Zeit zocken wir hier wieder mal Trackmania. Das ist hier so eine Art, was soll man das erklären? So eine Art Zeitrennen, also das heißt auf Deutsch, der schnellste gewinnt, aber hier ist nicht nur einfach. Nein! Hier ist nicht nur einfach. Hier ist mit Looping Seitenwände fahren und hab da nicht gesehen. Aber das macht schon Laune, also ich spiele schon eine Weile. Ich kann euch echt nicht sagen, wie lange. Pff, ich denke mal bestimmt schon über ein Jahr bestimmt, weil bei Steam habe ich jetzt schon 680 Stunden. Ja, ist nicht gelogen, da könnt ihr selber nachgucken, ne? Ja, und das Spiel macht einfach Laune, also das ist der beste Zeitvertreib, sag ich mal, und weil man ja hier mit Zeit fährt, kann man ja am besten, ne, die Zeit rumkriegen. Normalerweise ist hier auch Mucke am Start, ganz gut, ne? Aber ihr wisst ja, wenn ich hier aufnehme mit Mucke, dann zickt dann immer YouTube rum und geh mal, wisst ihr ja schon so langsam, und von daher hat mir gesagt, da komm, lässt die Scheiße aus und fährst dann halt so, also mit ein paar Kommentare, und dann geht es da halt mal schon. Ja, was gibt's Neues bei mir eigentlich? Ja, eigentlich ja nicht. Zur Zeit, dass ich da eine Arbeit habe, sag ich mal, so 6, 8, 9 Stunden, manchmal auch 11 Stunden. Bin da zur Zeit auch ein Gartenbauer da. Und naja, was heißt Gartenbauer, sag ich mal, machen halt so Kleinigkeiten. Ich bin täglich draußen, ne? Auf jeden Fall besser als zu Hause rumzuhocken und sich an der Eier zu spielen. Und ach ne, hätte man lieber gesagt, komm, suchst du dir was, gehst dann lieber ackern, hast dann ein festes Geld. Naja, festes Geld, was heißt festes Geld? Man kann mit leben. Und Geld stinkt nicht, und warum soll man das nicht machen? Wetter ist ja noch in Ordnung. Und für mich ist eigentlich kein Problem. Ja, was gibt sonst noch Neues? Ja, YouTube-Account läuft. Sag mal, will jetzt nicht sagen, noch. Nee, läuft eigentlich zurzeit, sind halt viele Spiele angesagt. Trackmania, was haben wir dann noch? Alien Isolation, haben wir da noch eine Runde Far Cry, Dream, Theorist Sim, Trackmania, wie ich auch jetzt schon gesagt habe. Batman vielleicht noch irgendwann mal, dann gibt's noch, Mad Max, dann gibt's noch, diese Phantom Pain. Und ja, wie gesagt, Mad Max und Phantom Pain sind halt so eine Open World Spiele. Spiele will mich zwar auch reizen, aber da ist die Welt einfach mal zu groß, sag mal. Also, da kann man ja Parts ohne Ende machen. Und da ja ich sowieso ein bisschen mal Zeit gebunden bin, die Spiele zu spielen, mit aufnehmen und hochladen, wird halt immer schwierig, sag mal. Also, deswegen spielen wir erstmal, was uns hier erstmal zur Hand liegt. Und ich hatte ja auch vor ein paar Tagen hier Killing Floor 2 hochgezogen. Da hat Steam hier halt eine kostenlose Version angeboten für 2-3 Tage. Da hat man so gedacht, da komm, kickst du die Scheiße mal an. Wird bestimmt irgendein Müll sein. Oh, habe ich dann so 1-2 Runden geschmiert so. Und das hat so gesagt, ey, oh, wie geil ist denn das, ey? Da fingen ja alle Körperteile auseinander und. Ich sag, wer sich das noch nicht reingezogen hat, hoffentlich angucken. Part 1, Part 2 und dann Part 3. Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen auf meinen Kanal. Schon recht geil. Ja, nur ist halt die Testversion heute zu Ende. Auf den 7. September, 18 Uhr. Weil eigentlich wollte ich noch hier diese Schneemap euch präsentieren. Präsentieren. Habe ich dann halt leider nicht mehr geschafft, und bin mir echt
am überlegen, ob ich es mir hole für 17 Euro, sag ich mal, oder 18 Euro. Ist ja schon geil, was du da abmuchsen kannst, ist ja schon geil, nicht so, dass ich so sagen muss, ey, ich bin jetzt so der Freak, Alter, ich muss hier alle killen und Blut muss fließen. Nur, das macht einfach Laune, das Spiel, sag mal. Wie gesagt, muss ich mal gucken, vielleicht leg's mir ja mal zu, oder vielleicht holt's mir auch einer, wäre natürlich auch geil, wenn einer mir halt mal, so eh mal im Monat oder alle zwei Monate, sag mal, dass mir da einer mal so ein Spiel einer mir mal gönnt, zum Beispiel, Pinguin, die bieten halt, ist halt ein K-Store und die bieten halt die Spiele immer halt 50%, 70%, 80% immer unter Normalpreis wie ein Saturn, Megawatt an, da kostet zum Beispiel, Mad Max kostet ja wie ein Saturn, wie gesagt, 50 Euro und bei Pinguin könnt ihr das natürlich für, ja, was war das jetzt dann? 16 Euro. Da kriegt er dann einen Key, die kriegt er dann per E-Mail und dann könnt ihr das praktisch mir senden und dann kann ich es dann bei Steam aktivieren und davon könnte ich dann ein Let's Play machen. Jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und reingehauen.